Es gibt auch Leute, die spielen nur. Denen ist das Malen uninteressant. Kann ich auch voll nicht verstehen. Ja, es sieht schon 100-mal geiler aus, wenn da eine bemalte Armee am Tisch steht. Ja, das ist keine Frage. Aber es gibt manche Dinge halt den Schwerpunkt eher aus Spielen. Ja, würde dein Bruderherz mit einer Armee spielen können, wenn du es nicht bemalt hättest? Ja, ja? Hat er. Seine Fire-Slayer sind nicht von mir bemalt. Okay. Das fand ich auch einen smarten Move, Paddy. Was? Damals mit den Fire Slayer. Ach so. Danke dafür. Ich hoffe, er hat daraus gelernt. Ich hoffe auch, ja. Weil den Fehler habe ich aber meinen Goblins auch gemacht. Ich hatte ja sehr, sehr viel und ich habe alles verkauft. Und dann kam es raus und habe ich mich in Popo gebissen. Ja, Camry demnächst. Nee. Das glaube ich, also da bin ich mir fast sicher. Daraus hoffen ja viele, dass die neu rauskommen. Oder bin ich mir. Oh, nee, jetzt ich mal gerade so schlechtes Gold. Ja, weil du es auch wieder so frei machst. Das ist auch wieder was, wo ich sage, das kann ich nicht. Ich kann es nicht irgendwo die Hand hier oben in der Luft haben und dann da auch oben drauf malen. Du hast es flüssig gemacht. Ich hätte nichts Flüssiges nehmen sollen. Naja. Das bin ich wieder schuld. Das sind immer die anderen. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass die wiederkommen. Weil die haben sie mit den Bretonen wirklich abgeschnitten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Ich weiß auch nicht warum. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Sammlerwert ist ja explodiert bei denen. Mm. Das ist echt heftig. Das stimmt. Ich habe meine auch verkauft für einen guten Preis, deswegen bin ich absolut zufrieden. Natürlich, ich schlauer Mensch, habe es natürlich gleich wieder investiert. In meine Slayers und meine erste Death-Armee. Die Slayer hast halt auch mega schnell durchgezogen, ne? Das war auch schon krass. Hey Nils, hier mein erster Slayer. 2 Wochen später. Hey, 135.000 Slayer. Hab sie fertig, Nils. Was spielen wir? So schnell war es halt auch nicht. Aber es war auch kein großes... Ach du Schande, was denn das? Wie schlecht male ich denn gerade? Kein gut... Aber guckt natürlich gleich, der Herr Lehrer guckt gleich, ob ich das richtig mache. Gibt dir gleich eine Note drauf. What's up? Ne, ich muss dann gleich nochmal... Mit Zotac, glaube ich, da lang gehen. Ja, du hast, also dein Farbschema für die Slayer ist schon geil, aber du hast es halt wirklich so gemacht, dass du Speedpainting hast. Genau. Ne? Du hast ja schon was Cooles wieder ausgedacht, wie du eben gesagt hast, was selber ausgedacht, was echt Hammer aussieht. Ich hoffe, die haben wir bald. Haben wir auch ein Video, ne? Die sind jetzt auf dem Video, das kommt jetzt auch bald. Ja. Online. Ein kleiner Geschmack davon. Ja, ist halt ein Trockenbürsten, also Base Shade Trockenbürsten. Schickt aber. Also für mich reicht das. Ja, sieht ja auch immer aus. Den wollen wir auch komplett Gold machen. Der ist Gold, der Stern, ja. Haben Sterne so an sich. Ich glaube, das solltest du machen. Das ist eher für deine Hand. Ach jo. Lass mal Jens ran. Hallo Jens. Jens, der baut Listen. Der hat keine Zeit. Ja. Hä? Zittert so mal. Also er zittert. Jens hat ganz gerne mal so eine zittrige Hand. Also er malt super. Ich weiß nicht, wie er das schafft mit der zittrigen Hand. Aber soll ich dir mal sagen, ich habe auch eine zittrige Hand. Wenn du das manchmal sehen würdest, dann würdest du dich wundern, wie ich mir eine Figur anmalen kann. Ja, ich wundere mich sowieso, wie du Figuren anmalst. So schnell. Nein, also ich wollte hier Jens nicht komplimentieren. Jens malt super, wie gesagt. Meinst du, der guckt sich das an? Ich hoffe, er guckt sich das an. Ich bin immer wieder gespannt, ob die ganzen Jungs sich das alles angucken von uns. Du wirst es spätestens sehen, wenn ich mit 3 blauen Augen reinkomme, jeden, den ich jetzt schon gemobbt habe, mich verprügelt. Ich mit meiner großen Klappe. Ach Quatsch. Dobby, ich möge nur alle. Ja, Dobby. Hast du mitgekriegt? Bega ist Hagrid. Hagrid, das sehe ich da auf die Hagrid. Ja, da hatte ich auch mal wieder eine gute Idee. Bega ist Hagrid. Ja. Wie viel Zeit haben wir denn? Läuft das Ding noch? Alter Falter. Falter, Alter? 25. Mal. Okay, also wir haben noch 5 Minuten. Ihr habt noch 5 Minuten mit uns. Da habt ihr es geschafft. Mhm. Fürs Erste. Wir sehen uns dann beim Moskau. Ja, können wir machen.
Aber da ist es nicht ganz so viel, ne? Nein. Das ist nur so ein paar Zäunchen. Aber es ist eigentlich auch ein cooles Geländestück, Moosgarten. Liegt schon ewig bei mir zu Hause. Habe ich irgendwie nicht die... Aber du hattest ja allgemein auch immer sehr viel GW-Gelände. Ja, weil ich es am Anfang sehr viel gekauft habe. Wo ich noch... Ich weiß. Darauf hätte ich Bock. Darauf hätte ich noch Bock. Das können wir auch noch machen, ja. Also das, was wir meinen, ist... Hat das einen Namen? Das... Ruinen sind das. Irgendwelche... Azurite Townscape. Du hast die ja schon mal gemalt, ne? Nee, ich hab die anderen gemalt. Das sind dieselben oder nicht? Nee, das sind andere. Die hier gibt's. Die haben hier oben so Platten drauf. Das hast du nicht gehabt, ne? Nee, und ich hab die alten, also die da zuerst von rauskamen, wo es noch nicht diese Platten gab und die noch ein bisschen zerstörter waren und noch keinen zweiten Stock hatten. Cool. Ja, können wir machen. Ja. Dann ist der Ladenhüter auch mal weg. Haben wir zwei Stück von. Ja. Das war ja auch mal am Anfang die Rede, dass wir die für den Laden nehmen, ein Päckchen, aber irgendwie ist das dann untergegangen. Doch, ja, ist untergegangen. Da kamen dann die tausenden Projekte, die wir auf einmal machen wollten und dann... Ja. So ist das halt, ne? Ja, aber wir müssen für das nächste Turnier Gas geben bei Gelände. Ja, du hast da echt Angst, ne? Es ist halt einfach viel. 20 Platten. Guck mal, wir hatten 28, ne? Menschen, ja. Ja, es sind 14 Platten. Das heißt, 6 Platten fehlen. Ja, und wir hatten für eine noch auf jeden Fall Gelände. Wir hatten für zwei. Wir hatten einmal noch, zweimal die Düsterhügel. Ne? Jetzt kaufen wir zwei. Ja? Hatten wir nicht einmal stehen? Nee. Das heißt, wir kaufen jetzt zwei Matten in Düsterlook. Dann hast du, wie viel? Was sind denn die Düsterhügel? Die grün-grauen Hügel da. Die wir auch bei 40k stehen hatten. Die hatten zum Beispiel nicht auf dem Feld und die, diese anderen. Die wir noch haben, dieses Gestein von GameMed. Ich glaube, das meine ich gerade. Genau. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was du mit Düsterhügel meinst. Ja, das ist doch düster so. Da kaufst du Düstermatten, dann passt das. Ja, aber ich weiß trotzdem nicht, was das gerade ist, welches Gelände. Ich zeig dir das nachher, ja. Okay. Ja, auf jeden Fall das zweimal. Jetzt kaufst du zwei Matten davon, hast du wieder zwei. Dann sind wir bei 32. Ja. Aber wir wollen die ja auch alle passend machen. Wie passend? Von, ja, die, das Gelände. Wie sag ich doch, deswegen kaufst du ja zwei Düstermatten, dann passt das ja, doch. Ja, okay. Fehlen uns hier immer noch zwei Matten. Vier. Vier? Vier Matten. Ja, eine Sache will ich jetzt nicht verraten, das soll eine Überraschung sein. Okay. Und... Alter, hast du hier mit Grau drüber gemalt? Soll ich da nochmal lang gehen mit Sanitas? Da habe ich nicht... Hier, so da drin. Ja, das wird doch weggeschadet, ne? Ja, das geschadet. Siehst du hier, bist du doch der bessere Maler. Also so viel fehlt nicht, glaub mir. Das zählt doch, das ist doch eine Matte komplett. Oh, hast du hier mit Blau drüber gemacht? Ah, ja. Das war klar. Das war klar, dass das jetzt kommt. Hier ist einmal schön umscheiden. Da investieren wir noch einmal und dann passt das. Ich habe nur Angst, wenn wir höher machen, auf 45 oder sowas. Ja, da brauchen wir Gelände. Und Matten. Und dann brauchst du, also... Da wird es auch schwierig, muss ich glaube ich sagen, weil dann kann von uns da auch, kommt da jemand mitspielen, weil wir dann wirklich, denke ich mal, mit organisieren. Ja, also das auf jeden Fall. Auch bei 40 werden die, das wird nochmal zu 28, das sind nochmal 12 Leute per so mehr, ne? Also ich werde, wie gesagt, als Springer dabei sein und ansonsten werde ich da verkaufen, Leute bequatschen, wie es geht. Jo. Ja. Kennst du das, wenn das zu flüssig ist und das hier drauf machst, dass es dann, wenn du es hinstellst... Wegläuft? Ja. Ja, hasse ich. Ist doch gut, dass du die gleichen Probleme hast wie ich bei mir. Ich würde mal sagen, das Ding ist fertig, ne? Das muss jetzt noch geschadet werden und dann ist das Ding Taco. Und dann noch Trockenbürsten. Ja, also doch noch lang. Aber wir wollen ja nicht das Gold und so, das bürsten wir nicht trocken, ne? Nee, das ist zu aufwendig. Und das Gestein? Auch nicht. Das hat, glaube ich, nicht wirklich viel Effekt, wenn du da trockenbürstest. Gut. Soll ich das jetzt noch machen? Na, ich lasse das mal trocknen. Ja, ich würde sagen. Du kannst das Video. Wir können aber ein bisschen laufen lassen. Was sagt denn das?
zwei. Ja, wir können noch ein bisschen laufen. Ja, ist doch. Machen wir das ein bisschen länger. Ja, du hast gesagt, wir können auch maximal eine halbe Stunde. Ja, aber. Was ist denn da? Ja, nee. Passt schon. Okay. Ich mach mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal kurz auf dem Handy gucken, weil ich war seit mehreren Stunden nicht mehr da dran. Mal gucken. Die Sucht. Die Handysucht? Darüber habe ich neulich erst ein interessantes Referat gehört. An der Schule. Kann ich dir nachher etwas drüber erzählen? Ja, wir müssen trotzdem weiter reden, irgendwie unterhalten. Wir waren irgendwann eben mal vor einer geraumen Zeit dabei zu sagen, dass die Sprünge in den Battletoads zu hoch werden und von den Tödlichen alles, was rausgehauen wird. Ja. Und wenn es so weitergeht, oh, ich bin nicht mehr an der Kamera zu sehen, nur nochmal dicker Bauch. Da musst du. Wenn es so weitergeht, dann. Dann musst du jetzt Dennis seinen Lieblingsspruch finden. Nee, aber ich finde, weil Dennis Lieblingsspruch ist komplett nicht stimmig. Warum? Dennis Lieblingsspruch ist nämlich, wenn alles OP ist, ist nichts mehr OP. Aber es ist nicht alles OP, weil es steigert sich jedes Mal. Es ist etwas OP und es wird ein bisschen besser. Und es wird wieder ein bisschen besser. Und es sind deiner und mein dicker Bauch auf der Kamera. Kommen wir wieder ein bisschen runter hier. Ja. Stimmt. Irgendwann wird es so sein, das sage ich ja immer, stehen zwei Modelle. Verlängerung, Zugabe, fünfte Teil. Ja, ich wurde im Satz unterbrochen. genau, also ich hatte ja gesagt, dass. Du, wegen dem alles OP ist nichts OP. Genau, ja, also wenn alles OP ist, ist nichts OP, finde ich nicht, weil es steigert sich meiner Meinung nach immer ein bisschen. Mhm. Aber wenn das so weitergeht, dann ist es irgendwann so, dass wir zwei Modelle jeder, also jeder stellt ein Modell hin, jedes Modell hat 200 Lebenspunkte, 10 Würfel würfeln auf die 2 plus. Gibt es D6 Tödliche? Aber das geht. Aber das Spiel. Ja, aber nee. So entwickelt sich. Aber pass mal auf, nein. Das Spiel ja. Geht seit 2 Jahren in die Masse. Ja. Achte mal drauf, die Dawn of Cain spielen Masse. Slanesh spielst du Masse. Ja, definitiv. Aber trotzdem immer mehr Tödliche und auch. Ja, das Spiel geht mehr in die Tödliche, hauptsächlich Nahkampf und Zauber und weg vom Fernkampf. Mhm. Ich hoffe ja, dass das nochmal sich ändert irgendwann. Wobei ich ja immer noch kein Fan von Fernkampf bin. Warum? Aber es gehört doch zum Fantasy-Spiel. Du als Herr der Ringe-Fanatiker und alter Fantasy-Spieler hast ja vorhin das selber gesagt. Da gehört aber auch Fernkampf dazu. Ja. Unser Chef möchte gerne Selfie haben. Welcher Chef? Ja, unser Chef. Es guckt doch hin. Das gibt's doch nicht. Klar, vor laufender Kamera Selfies für Marcel. Das ist doch nicht unser Chef. Naja. Das ist der Imperator, ja. Mhm. Ja, was ist ein Imperator? Invictus Imperator. Phallus? Nee, Invictus Phallus Imperatoris. Guck mal, was ich jetzt mache. Ich mache das ist grün da drin, ich Idiot. Wollen wir das so machen? Sieht auf jeden Fall gut aus. Mach das so. Ich hoffe, ich krieg das bis hinten hin durch. Jetzt musst du es tun. Ja. Wo haben wir gerade Scheiße? Also genau. Ach so. Mehr Masse. Ja, klar, Slanesh hat auch Masse. Ich weiß nicht, warum ich von Slanesh. Ich liebe Slanesh. Goblins hat Masse. Goblins hat. Ja, Trolle jetzt nicht unbedingt, aber ja. Ja, was heißt Trolle? Trolle ist eine einzelne Spezialisierung zu. Du kannst das, die Goblins ja mehrmal spinnen, ja, Trolle. Ich weiß, was oder du noch, meinst. Fire-Slayer, Masse. Ja, ist klar, weil natürlich, wenn du mehr verkaufen kannst. Ja, natürlich, das ist eine super Strategie. Ja, aber trotzdem wird es doch irgendwie immer mehr Tödliche, also es wird immer mehr dazu, finde ich, wer zuerst zuschlägt, genau, der das löscht ist den das Gegner einmal komplett aus. Das ist das Problem, dieses wer zuerst zuschlägt. Ich hoffe, dass sie davon wieder weggehen. Ja. Aber was ist denn halt auch irgendwie, keine Ahnung, wenn sie das jetzt mit einem neuen Genesis Handbook rauspatchen, sage ich jetzt mal. Machen sie nicht, das seid ihr jetzt schon. Ja. Aber dann müssten sie ja wieder alle Battletomes so krass ändern. Also ich finde es teilweise immer krasse Änderungen dann. Aber du musst doch mal aus der anderen Sicht sehen, die Spiele werden schneller. Ja. Sie fressen auch nicht mehr so viel Zeit. Ja, außer du spielst. Nein. So, vielleicht habe ich dich jetzt verletzt. Du darfst mich niemals beim Malen anfassen. So stupsen. Ich male in der freien Luft. Wie verletzt? Was hast du erzählt? Jetzt klär mich auf. Hast du nicht zugehört? Ich hab gesagt, ja, du meintest, die Spiele werden schneller. Ich habe gesagt, außer du spielst. Arsch.
Hat er mir nicht mal zugehört. Ja, ich manchmal male ich auch. Das konzentriert? Ist, ja. Nein, du, also, ne, wie du selber gesagt hast, eigentlich werden sie nicht schneller, finde ich, weil. Es mehr Modelle werden was. Genau, Zitat du von der Clock Time. Ja, hast du es mit Daughters of Cain? Riesenprobleme. Genau. Das stimmt schon. Was kann da helfen? Ich habe schon überlegt, ob ich mir Movement Trace baue. Ja, möglich das. Ich kann ja nicht sagen, was helfen kann. Das ist einfach eine riesige Massen, die du ja dann aber auch so irgendwie positionieren musst. Gut, bei Daughters weiß ich nicht, aber Holy Within. Ja. Ne? Das ist alle Armeen jetzt mittlerweile, die neuen. Ja, und das macht es ja auch nochmal schwieriger, die Masse zu postieren. Also es wird definitiv taktischer auch durch die Massen und dieses Holy Within, weil du schlauer stellen musst. Ja. Aber trotzdem hauen die mir immer noch zu viele Tödliche raus, was es für mich wieder... Aber manche sind auch schwer gepanzert, die kriegst du nur mit Tödlichen kaputt. Ja. Mal angenommen jetzt das Geistamulett aus Shaish, was super ist für schwer gepanzerte Helden. Wenn du da keine Tödlichen hast, kriegst du die nicht kaputt. Ja, das stimmt. Meinst so, du... So ein Spirit of Dutu mit... Ja. Eichen-Armor-Rüstung, wie sie heißt. Die Kombi ist auch sehr, sehr stark. Und dann, ja. Rend 1 ignorieren. Genau, das ist schon hart. Da beißt du die Zähne aus. Ja, das stimmt. Und zum Beispiel, wenn dir neben Alariel ist, kann er ja die Lebenspunkte umleiten. Dann kriegst du die auch nicht kaputt. Weil du darfst dann den Safe machen mit dem Dodo und das ist dann ein Zweier. Ja. Höchstwahrscheinlich. Wenn du Glück hast, auch noch irgendwie einen wiederholen. Ja. Und schon stehst du dann da, wenn du keine Tödlichen hast. Habe ich schon oft in Erfahrung gehabt. Ja, das ist schon krass. Ich finde halt schade, dass der Fernkampf, der war mal richtig krass in dem Spiel, in der ersten Edition, aber dass der richtig kaputt, das Lookout-Zirn macht auch vieles aus. Hätte ich nie gedacht, dass so eine Regel so viel ausmacht. Finde ich aber gut. Finde ich auch gut. Gefällt mir. Wobei es dann wieder Einheiten gibt, die das ja irgendwie auch umgehen. Was mir dann nicht so gefällt. Also du kannst mit einem Mammut ja immer noch super den Helden wegsnipern. Zum Beispiel. Ja, schon, aber wer spielt denn Mammut? Ja. Das ist schon selten, dass du Mammut... Auf unserem Turnier ist er ja ganz schön durchgerannt mit seinem Mammut. Ja, das war halt Überraschungseffekt, ne? Das macht auch vieles aus. Oh, mein Mammut kann fliegen und über die ganze Karte rennen. Und dann bam, bam, bam und alles ist weg. Ja. Das Spiel von ihm in der Runde 1, ne, das war zu Ende, da habe ich gerade noch meine Modelle aufgestellt. Ne. Was auch wieder was mit der Masse zu tun hat und dem Playtime. Richtig, also Beast Gorillas sind schnelle Spiele. Oh, mal so, Nils, was habe ich mir nur hier angetan? Du machst das schön. Ich mache es nur noch gut, komplizierter, wie es sein gut, soll. Dass ich grobmotorisch sein darf und du schön malst. Ich weiß nicht, warum ich auf diese Idee kam. Das weiß ich eigentlich auch. Das mache ich aber nicht. Nein, da muss ja noch nur das Ding bis zum Rand, oder? Ja, glaube ich auch. Das schickt doch. Oh nein, der Tisch ist rollt. Echt jetzt? Oder kriegst du vom... Ich habe den Tisch bemalt, alles gut. Von Marcel und wie heißt er? Kai? Nein. Wie heißt denn Marcels Papa? Wolfram. Ja. Von denen kriegst du ja. Warum? Ich hab den Tisch schwarz gemalt mit Marcel. Ich auch. Da haben wir bestimmt 10 Schichten drüber geraten. Guck mal, aber noch ein Black. Scheiße. Und auch noch live. Ja, ich krieg ja ab. Ah, da ist ja eine Matte drauf, alles gut. Es geht ja ab, Marcel. Es ist ab. Findest du vielleicht jetzt ein bisschen? Mach doch nichts. Mehr der Arm ist auf voller Gold. Ja, du bist zu klein für den Tisch, deswegen malst du ja auch im Stehen, ne? Naja, die meiste Zeit sitze ich schon. Ja, seit wir Videos machen. Ja. Möchtest du dich wieder hinstellen, dann machen wir Schluss. Nein, alles gut. Wo waren wir gerade? Das ist manchmal... Ja. Fernkampf haben wir geredet. Ja, also... Ich meine, ich habe ja auch eine Fernkampfarmee daheim, ne, mit den Wanderers. Aber die kriegen halt nichts weg. Die haben einmal ihren starken Schuss mit den Jungs. Mal eine andere Sache. Denkst du, was jetzt in dem, am Samstag rauskommt mit diesen Söldnern, dass das Zukunft hat?
Hast du es wahrscheinlich überhaupt schon gelesen? Dass du Söldner, also quasi Fire Slayer, überall mit alliieren kannst. Jo. Ich hoffe nicht. Ich auch nicht. Ich hoffe, dass sie diesen Weg nicht einschlagen. Also, ganz ehrlich, ich werde gegen keinen spielen, der es macht. Ja. Ich hoffe, dass das, man weiß ja, es ist ja jetzt nur dieses Kampagnenbuch. Mhm. Man weiß ja auch nicht, ob sich das durchsetzt, ob das im General's Handbook im Neuen dann nochmal ausführlicher erklärt ist oder ob das überhaupt ins offene Feldschlachten reinkommt. Mhm. Ich glaube, also, wenn du den Lore quasi von den Fireslayern liest, dann ist es ja tatsächlich so, dass sie sich als reine Söldnertruppe eigentlich verkaufen, um so viel Gold wie möglich zu kriegen. Du hast das Buch doch bestimmt auch gelesen. Nein? Ich bin kein Schlafleser. Ich dachte, du kaufst dir alle Battletoms. Genau, nee, nur deswegen, um die Armee okay. zu studieren und. Okay. Naja, die suchen ja dieses Urgold. Mhm. Es korrigiert mich, falls ich da was Falsches erzähle. Weil ihr Gott ja gestorben ist und irgendwie sich so verteilt hat und jetzt immer so ein paar Teile irgendwie seiner Macht in dem Urgold steckt. Mhm. Deswegen suchen sie dieses Gold und das hat sich halt in allen Realms irgendwie verteilt und deswegen versuchen die halt aus allen Realms so viel Gold wie möglich zusammenzusuchen und haben sich halt größtenteils in ihren Festen versteckt, als das Chaos kam und als es dann darum ging, das Chaos zu vertreiben, haben sie sich halt als Söldner verdient gemacht. Oh shit, jetzt habe ich ja einmal blau angemalt. Und was hast du denn noch einmal? Ja, hier. Ach du Schande, da wo ich die Vertiefung so mir Mühe gegeben habe. Gibt's ja nicht. Ja, ich, ja. Und wollen halt dieses Urgold sammeln und haben sich dann für die Völker der freien Welt, quasi, also die Order-Völker, als Söldner verdient. Wenn du dann sagst, okay, vom Lore her passt es, dass Fire Slayer für Order überall mit integriert werden kann. Verstehe ich. Ja. Ja. Dann heißt es ja, das große Nekrobeben, wo Nagash einmal ausgerastet ist und dann irgendwie auch dahinter gekommen ist, dass ja irgendwas mit diesem Urgold los ist, hat er ja die Fire Slayer. Wo stand das drin? Im Fire Slayer neuen Battletome. Da stand das mit einem neuen Battletome? Ja. Okay. Stand das auch schon im alten, was du alles erzählt hast? Das alte habe ich nie besessen. Oh, krass. Okay. Auf jeden Fall ist da irgendwie, wie gesagt, ich habe es auch nur vor einer geraumen Zeit gelesen und mein Wissen ist auch nicht allumfassend. Nagash ist da irgendwie hintergekommen, was es da mit dem Urgold so ein bisschen auf sich hat und ist dann losgezogen, hat seine Jungs losgeschickt und hat dann wirklich die Zwergenstädte alle angegriffen und die infiltriert, weil die Untoten konnten ja durch Wände gehen. Hm. Ne? Also die Geister. Hm. Ja. Und von daher halte ich es für ziemlich sinnbefreit, dass du Fire Slayer mit Untot spielst. Und noch sinnbefreiter, dass du Fire Slayer mit Chaos spielst. Ja. Ich hoffe, die gehen nicht auf diesen Trip. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich werde gegen keinen spielen. Dann sage ich von vornherein, sage ich ihm das, entweder meinem Gegner, wir machen das so, oder ich werde dann halt sagen, alles klar, entweder du spielst eine vernünftige Armee oder du hast gewonnen. Ja. Das ist meine Einstellung zu dem Thema. Also, mich hat es damals geärgert, als sie wirklich die Fraktionen so komplett auseinandergerissen haben. Ne? Als es auf einmal quasi nicht mehr Skaven mit Skaven gab, sondern alle Unterclans. Das war total unschön, weil du dann viele Fraktionen nicht mehr spielen konntest. Dann haben sie es ja jetzt gemacht, dass sie das wieder zusammenpacken. Fand ich gut. Und jetzt können sie doch nicht alles zusammenpacken. Das ist ja auch wieder der falsche Weg. Ja. Ich glaube es auch nicht. Also ich hoffe, dass es nur da in diesem im Open Play ist und was sagst du zu jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, diese sogenannten Suppen. So Suppen? Das wäre ja genau das, oder? Nee, es gibt ja zum Beispiel in dem Kampagnenbuch ist zum Beispiel, dass zum Beispiel Death Rattle, Death Mages, Death Lords und Nighthound zusammenspielen können. Mhm. Und wenn du einen Mortarchen dabei haben willst, wie Manfred, den Verrater, musst du Lady Olinda als General spielen. Weil das irgendwie flufftechnisch, ne? Mal anlaufen. Wie findest du das?
Genauso auf der anderen Seite bei der Allianz, da gibt es die Armee von Letis, heißt die. Da spielen die Fire Slayers, die Stormcast, die Eidolon Deepkin und die Karateron Overlords zusammen. Mit. In welchem Buch ist das? Wo steht das? In dem neuen, in dem Forbidden Power Buch. Achso, gut, da habe ich noch gar nichts von gelesen. Da gibt's, hast du dann auch Artefakte, Generalseigenschaften und Gebete. Du hast halt nicht mehr so die Vorteile, oder? Von den. Von den. Naja, die haben ja eigene Kampfeigenschaften, die haben ja eigene Gebete, die haben ja. Aber kriegen die dann, profitieren die dann auch voneinander, weil so ein Stormcast-Held bufft ja Stormcast-Jungs. Nein, ich glaube nicht. Dass die. Wüsste ich nicht, warum ich das spielen sollte, weil ich versuche ja eine Armee dann doch schon irgendwie so zu spielen, dass sie sich gegenseitig unterstützt, oder? Sie kriegen zwar alle ein selbes Keyword und es sind auch ein paar Einzelschränkungen. Zum Beispiel darfst du nicht, du darfst zum Beispiel die Hammers of Sigma nicht spielen, du darfst da auch nicht spielen den. Und gefällt's dir? Ja. Fehlt jetzt noch Shade? Und dann ist das okay. Ja, man muss halt mal abwarten, in welche Richtung, wie es da weitergeht, finde ich. Mhm. Ich hoffe, dass sie diesen Weg nicht einschlagen. Ich auch. Weil ich finde, die haben in letzter Zeit vieles richtig gemacht und das wäre der falsche Weg. Mhm. In meinen Augen. Aber mit dem Sternchen noch ein bisschen Golf verpassen? Kannst du machen. Wie wollen wir den denn nicht schäden? Ich hätte jetzt weiter alles Arkrax, oder? Gut. Also wir hatten den Stein ja jetzt Arkrax gesagt. Weiß ich nicht, verstehe, warum haben wir denn Sotex nicht auch Arkrax gemacht? Damit das ein schöneres Grün gibt. Oder ein schöneres Türkis. Ja, aber da kommst du ja jetzt mit dem, wenn du das jetzt nochmal shadest, kommst du ja trotzdem da rein. Nee, das machen wir fein. Das bin ich gespannt, wie du das machen willst. Nee, hast du ja zu Hause. So, wir haben wieder mitten im Satz aufgehört. Das war daran, der Akku war leider alle. Und falls ihr fragt, warum die Enden nicht so stimmig sind, das geht auch darum, nach einer halben Stunde beenden sich die Videosequenz automatisch und somit müssen wir immer schauen, dass wir in der Richtung bleiben. Somit kommen wir jetzt zum sechsten Teil schon. Ne? Mhm. Sechster Teil, mal mit Nils und Manu. Wir sind immer noch am Gold. Nils macht sogar nicht nur eine Schicht, er macht jetzt sogar schon zwei Schichten. Ja, sorry, es war halt. Das ist noch nicht sein Standard. Ja, das ist noch nicht mein Tabletop-Standard. Wie viel Shade hast du eigentlich? Das liegt ja schon zwei Stunden und das ist noch nicht trocken. Alter, ich habe da richtig drauf gelascht. Ja. Vor allen Dingen, Arkrax ist eigentlich das schnellste mit nur ein Eul, was trocknet, ja. Habe ich noch nie so verfolgt. Doch, doch. Also hier ist es schon gut eigentlich. Hier fehlt noch. Das Gitter müssen wir nochmal hier. Gitter und Silber, ja. Kannst, wenn du Bock hast. Und dann ist das Ding fertig, oder? Das Gitter? Ja, Trockenbürsten noch. So, nee, ich will das Trockenbürsten. Ja, ich will alles Trockenbürsten. Dann muss er ja trocknen. Ja, also es geht irgendwo voran, aber langsam. Mit was mit dem Gelände hier? Ja. Ja, du hast ja auch kein Geländefeld in einem Tag, dass er. Ja, klar. Es sei denn, du willst hier eine Nachtschicht machen mit 5-6 Leuten, dann kannst du das mal machen, aber. Ja, erstmal ein paar rufen. Dennis, Robert, Kai. Ja, die malen doch alle nicht. Die sollen einmal ihre Airbrush mitbringen und dann. Und dann? Ja, dann sollen sie mal loslegen. Dann kannst du den Laden danach neu streichen wahrscheinlich. Ja, warum war denn eben der mein Gold nicht so gut? Weil es noch relativ Sotek durchgeschummert hat. War einfach noch nicht so deckend aufgetragen. Danach könnten wir das so ausschäden, ne? Ja, ja. Also ich warte jetzt noch auf das eine Teil dann. Also bis hier das Gold jetzt bei den zwei Jungs Teilen hier fertig ist. Das kann ich eigentlich schäden, ne? Ja, mach ruhig. Komplett Sepia, ne? Echt? Ne, hier oben siehst du nicht. Hier, ach ne, das, genau, richtig. Ja, das ist immer das. Das war ein Test. Wenn ich aufpasse? Okay, ja. Also hier, Green Shade soll ich drauf machen, ne? Wo ist denn Arkrax? Im kleinen Bot. Oder soll ich jetzt mal oben drauf machen? Wie du möchtest. Du als ein. Du weißt schon, wie du das machst. Ja, um ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht, wie ich das Ding anfassen soll.
um es zu schäden. Keule, du kannst gleich zum Waschbecken laufen. Warum? Ach, kackst nur oben. Oh nein! Das dritte Mal! Wahnsinn! Wir sind echt super darin, mitzudenken. Scheiße, ey! Ups, hab ich nicht gesagt. Ja, gut, dass ich es noch bemerkt habe. Stell dir vor, du hättest das ganze Ding geschadet. Dann hätte ich alles so geschadet. Aber ich durfte es vorher nicht. Du bist ja auch besser als ich. Ja, ihr könnt ja mal einen Kommentar schreiben, wie euch das gefällt hier mit den. Ich bin nur der Lehrling. Nebenbei malen. Machen wir die Serie nämlich, wenn das wirklich gut ankommt oder es gucken sich viele Leute an nebenbei beim Malen, dann machen wir natürlich so eine Serie noch weiter. Denn ich glaube es einmalig. Nein, das glaube ich nicht. Also ich gucke mir sowas gerne an. Sage ich persönlich, ich so Podcast oder. So, wie nennt man das so? Malvideos finde ich voll interessant. Ich lasse also es auch mal ein bisschen Talk. Genau, so ein Talk. Das war gut, dass du dabei bist, dass du das so gehört hast. Gucke ich mir sehr gerne nebenbei beim Malen an. Oder einfach nur zum Hören. Ich gucke mir das gar nicht an, sondern ich höre nur zu. Finde ich super. Ja, also ich habe auch ganz gerne einfach beim Malen irgendwas gedudelt im Hintergrund. Ja. Meistens Musik. Aber auch eigentlich ganz gerne den Battle Report. Wobei, auch gerne. Wobei dann, du kriegst dann nicht viel vom Battle Report richtig. Mit. Ich, wenn ich Battle Report, bin ich aber manchmal sehr oft abgelenkt. Also ich krieg dann wirklich nicht viel vom Battle Report mit. Bei mir ist es dann mehr so, ich male dann trotzdem weiter und denke mir dann so, was ist eigentlich in dem Report passiert? Wer hat da jetzt eigentlich gewonnen und warum? Oh, du shadest ganz anders, wie ich sehe ich gerade. Warum? Weil ich gehe nur einmal drüber und dann lasse ich trocknen. Okay, also nur so? Mhm. Weiß nicht, was besser ist. Ja, man lernt ja immer von. Ich weiß wie gesagt, nicht, ich habe mir alles. Ja, ich auch. Ich habe mir alles selber beigebracht. Mir hat ich nur ein paar Videos angeguckt und das war's. Ist jetzt nicht so, dass ich. Ich war einmal bei Phantasium Studios, beim fortgeschrittenen Lehrgang, aber. Da war ich nicht. Ja, das war sehr interessant. Das war sehr interessant. Hat mir sehr gut gefallen. Nur ich habe gemerkt, ich war selber noch nicht so weit. Okay. Dass ich da sagen kann, darf. Dass ich da wirklich sofort mitreden kann. Ja, vielleicht habe ich jetzt. Also mir, ist das die abgewaschene? Ja. Kannst du mir mal einen Zehner geben? Soll ich denn die. Möchtest du sie gerne gestohlen malen? Dann machen wir die Kamera Nein. ein bisschen hoch. Alles gut. Wie hatten wir hier das Gestein auch mit der Akrax? Mach's jetzt einfach. Ja. Du kannst eigentlich den Inneren komplett machen, ne? Also, aber, weiß ich nicht, hier drüben finde ich es noch nicht so schön. Ja, dann mach ruhig, hau ruhig drauf. Das ist die Farbe so. Was, die siehst du mega die Pinselstriche, finde ich. Bei dem? Weißt du, ja. Ja, deswegen würde ich mehr machen. Mehr Shade? Ja. Aber ich finde das dann so schädig. Also einmal sowas. Hast du geschüttelt? Ja. Das ist aber komisch. Okay, ich hole mir jetzt mal kurz einen dicken Pinsel. Habe ich deinen dicken Pinsel geklaut? Ja, ja meinen dicken Pinsel hast du nicht geklaut. Langer Ast, ne? Ja, der lange Ast. Cool, wir haben gar nicht so viel genommen. Liedbecher. Echt? Liedbecher? Das Spray und ein Pinsel jetzt. Ich hätte gedacht, wir brauchen mehr Sachen. Liedbecher habe ich jetzt bisher noch nicht benutzt. Shade. Ja, weißt du, warum wir keine Liedbecher genutzt haben, weil wir noch bei Gold sind und... Ja. Keine Ahnung. So, du hast Akrax. Dann mache ich erstmal Sepia. Oh, Sepia kann ich mir eigentlich direkt noch zwei mitnehmen, weil für das ganze Geländer bestimmt... Was schätzt du, wie viel ich dafür brauche? Du musst schon den mindestens einen Pott leer machen, oder? Meinst du, einer reicht? Ja nicht sagen. Lieber ein bisschen mehr mitnehmen wie zu wenig, oder? Ja. Aber findest du nicht, dass es zu sehr Akrax-mäßig jetzt? Was haben wir da auch gemacht? Ja. Mir hat das gefallen. Okay. Also wir sind jetzt gerade beim Shade dran. Die großen
Stücke sind jetzt fertig mit der Basefarbe und jetzt fangen wir langsam an zu shaden. Aber es läuft halt echt nicht in die Ritze hier rein bei dem Tag. Da muss ich echt hier richtig... Akax musst du richtig Gas geben, sonst geht das nicht in die Vertiefung. Okay, krass. Da muss viel Akrax, okay, dann geht hier ordentlich Akrax drauf. Das macht doch nichts. Hast du Magic gespielt? Nee. Ich auch noch nicht. Da, ich bin auch kein Kartenspieler. Echt nicht? Nee, also jetzt nicht so Magic-mäßig unterwegs. Marcel hat es immer wieder versucht. Ich habe es auch, also ich habe natürlich mal mit Marcel gespielt, weil sonst hätte er mich wahrscheinlich gelyncht. Aber es ist einfach nicht mein Spiel. Warum nicht? Es gefällt mir einfach nicht. Ich war nie so drin in der Materie. Aber was hältst du von schnellen Spielen? Also mal was Schnelleres. Wie wirst du das neue Warcry finden? Meinst du, das ist was für dich? Das ist ja nicht Magic. Das ist ja kein Kartenspiel. Also ich fand auch an sich hier Shadespire ganz interessant, auch wenn wir das nie wirklich gespielt haben. Und wie ist das Scharmützel-Ding? Das ist zum Beispiel, aber das war für mich zum Beispiel, das hat mich nicht interessiert. Also ich fand es nicht schlecht, dass ihr das gemacht habt. Aber mich hat das gar nicht gereizt. Ich bin halt eher in die andere Richtung. Noch größer, noch mehr. Ja, ich liebe auch große Spiele. Aber ich hätte auf jeden Fall Shadespire mit euch gespielt. Ich habe auch Silver Tower eigentlich echt geliebt. Also diese GW-Spiele, die ein bisschen anders waren. Das mochte ich schon. Silver Tower, hast du das gespielt? Ja, habe ich daheim. Ich habe sogar für euch komplett aber normal. Aber das war nicht meine Frage. Ich habe gesagt, hast du das mal gespielt? Ja. Ich fand zum Beispiel Blackstone Fortress hat mir mega viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, Silvertower ist ja ähnlich. Das. Ja, nur für Age of Sigmar. Genau. Ja? Und dann gab es ja noch eins, was ich nie gespielt habe. Hammerhall. Hammerhall, ne? Ja. Auch das so ein Warhammer Quest. Habe ich nie gespielt, aber das muss auch interessant gewesen sein. So wie ich das gehört habe. Aber das war ja tatsächlich ein bisschen mehr auf Rollenspiel, glaube ich, ausgelegt auch, oder? Oh, das weiß ich nicht, da kann ich nicht mitreden. Okay. Ich habe das auch nicht gespielt. Ich bin immer nur bei Age of Sigmar hängen geblieben und der Rest immer nur mal so angeguckt, aber gespielt nie. Ja, also Silver Tower hat echt Spaß gemacht. Blackstone Fortress fand ich auch mega cool. Würde ich auch nochmal spielen, auf jeden Fall, dass wir da mal wieder einen Abend hinkriegen. Ja. Wobei das ja bei uns momentan echt schwierig ist. Ja, da hat sich einiges geändert. Zu viele Projekte und da bleibt halt irgendwas bleibt halt hinten liegen. Ne? Mhm. Ja, viel zu oft leider. Ja, die Zeit spielt viel eine Rolle. Ne? Keiner von uns macht das halt vollwertig, also Vollzeitjob. Es geht alles immer nur auf die Freizeit und man macht ja auch noch andere Sachen. Oder es gibt noch viele andere Dinge, die man machen muss in der Freizeit, außer das Tabletop. Ne? Ja, oder vielleicht auch gerne macht. Ja. Um das jetzt mal so ein bisschen zu retten, dass die Katta nachher nicht ganz sauer auf dich ist. Die guckt das eh nicht. Nee, die guckt das nicht. So, ich muss mal kurz hinstellen. Und? Das Grau. Ist immer noch sehr fleckig, oder? Ja. Warum ist das so? Weiß ich nicht, vielleicht musst du es machen. Weil. Hier ist es aber auch fleckig, ne? Ja, aber an sich ist es nicht fleckig, also finde ich fleckig nicht schlimm, weil es ist ja ein alter, verwitterter Stein. Vielleicht wird es halt bei mir noch fleckiger, weil ich einfach unregelmäßiger... Guck mal, da ist da Gold. Ja, da ist überall. Warum hast du es jetzt da reingepackt ins Schild? Ich wollte mal kurz gucken. Musst du nochmal drüber gehen, bitte. Ja, da haben wir irgendjemand von uns, wahrscheinlich ich. Probier mal mit dem kleinen Pinsel, ob das einen Unterschied macht. Würde mich mal interessieren, ob Akrax... Nee, ne? Nee, es ist halt einfach. Bist du über das Gold auch gegangen? Ja, und da?
Vielleicht hat es zugeknallt, ne? Auch beim Gold. Richtig tief rein, dass du... Oh Scheiße, das hab ich da mal draufgepackt. Fuck. Hier bist du dran gekommen. Ne, hier bin ich mit der Hand am... Ja, da ist gerade 2. Oh Scheiße, drauf. Oh nein. Oh. Also, da ist nicht so wild. Ja, ich versorge gerade das Gelände, ist in Ordnung. Oh wei, oh wei. Weißt du, was das Blöde ist? Was denn? Also jetzt, wenn ich jetzt gleich heim muss, ne? Mhm. Ich muss ja warten, bis das Shake getrocknet ist. Ja, ich muss mehr Arax drauf. Du kommst heute nicht nach Hause. Ja, so viel Arax wolltest du haben? Glaub schon. Hätte ich jetzt gesagt. Okay, ja. Oh. Was denn hiermit? Das kann auch. Geschädigt werden. Ja. Ich habe keinen Platz mehr. Dann stellst du doch mal zur Seite. Echt? Machst du immer so dick Axt drauf? Es kommt drauf an, was ich male. Ich finde das schon krass viel. Wenn ich hier dem guten, wie heißt der? Der GW-Maler Durkan? Nee, wie heißt der? Aber du meinst nicht einen Duncan, oder? Duncan, Duncan? Genau. Ich hoffe, das habt ihr jetzt gerade nicht gehört, wie der Nils den genannt hat. Der Zinselgott vom GW. Ja. Den kannst du doch nicht so beleidigen. Was ich wieder heiße, ich guck mir den an. Aber der sagt. Beste Maler. Ja, ja, nach dir halt. Ach, ja, nach dir. Schwätze. Ja. Und vielleicht. Nach Raul. Hallo Raul! Der sagt immer, es soll keine Pfützen geben. Ja, das hast du gerade gemacht. Pfützen, ja. Nach deiner Anweise. Sag mal her. Komm, ich schäle mal Akrax. Okay, ja. Willst du Sepia machen? Das mache ich ja genauso flüssig dann. Ja, aber ist doch gut. Guck mal da. Ich habe auch Sepia gemacht. Ja, gut. Ja, okay. Dann mache ich jetzt gleich Sepia. Bitte schön. Weißt du, wir hätten uns noch einen Föhn mitnehmen sollen? Ich habe keine Haare, ich brauche noch einen Föhn. Ich finde, das Dunkle hast du gut. Warum ist das so, frage ich mich. Was denn? Vielleicht liegt es am Pinsel. Brech mir nicht zusammen, ich brauche dich noch. Altersschwäche. Ich werde diese Farbe gar nicht umschmeißen. Wie hast du das gemacht? Einfach so hier rundherum, pro Runde immer? Ja. Okay. Vielleicht ist auch mein Arax alt. Guck mal, das ist noch so ein kleines Fläschchen. Da alt. Finde ich sehr gut, dass die auf große gegangen sind. Es war schon uralt jetzt schon, aber das wollte ich nochmal gesagt haben. Warum hast du das denn überhaupt noch? Hast du nie eine große benutzt? Soll ich mal sagen? Patty hat mir damals seine Farben geschenkt, weil er sie eh nicht mehr genutzt hat. Und deswegen hatte ich noch so ein kleines okay. Teil. Ich komme mir gerade vor wie so ein Kuchenhalter hier. Oh, ja, schöne Tor. Oh, hier hat aber einer über mein tolles Graupenmal. Ich weiß nicht, wer das war. Ich auch nicht. Marcel. Alter, hier, du hast ja richtig mit deinen goldenen Pfoten da angepackt. Ja, ich weiß doch. Das müssen wir gleich noch ausbessern. Nee, da wird nicht ausgebessert. Doch, das sieht doch scheiße aus. Das Wort scheiße? Wer aktiv die ganzen Teile kommt, kann mal erzählen, wie oft das Nils gesagt hat. Lieber Himmel. Muss ich mir für die Schule auch noch abgewöhnen. Sagst du das auch mit einer Schule auch? Schämlich. Jetzt gerade kann ich das sagen, die verstehen mich ja nicht. Okay, das Wort verstehen sie. Ich sag dir ganz ehrlich, Ich glaube, dass da nur ein Eul besser gewesen wäre. Aber egal. Du hast für Arax. Ja, ja. Wir können aber noch. Nee, das machen wir nicht. Zieh's durch. Hä? Zieh's durch jetzt mit Arax. Ja. Ich hätte gesagt, wir können jetzt aber noch Ryclan Flashshade drüber gehen. Machen wir das? Keine Ahnung, vielleicht macht das das nochmal besser. Echt? Machen die das auch auf der. In der Seite steht das aber. Nein, das ist zu viel Aufwand. Das kostet ja auch zu viel Geld für mich. Machen wir auf keinen Fall. Für den Laden, oder? Ja, ist für den Laden, aber ich habe meistens jetzt die ganzen Sachen
Ich selber bezahlen. Sponsert bei Manu. Ja, ich probiere so gut wie es geht, den Laden zu sponsern. Ja. Ich versuche so gut wie es geht, mich selbst dabei auch anzumalen. Sehr gut. Das ist dein Spezialgebiet. Ja, hier bei dem Kuchen ist es schon. Das A-Krank ist das gleich alle, ne? Ja. Oh, das ärgert mich ein bisschen. Ich glaube, ich bin echt überlegen, ob ich da noch. Habt ihr da? Ob wir da nochmal was in andere Farbe drüber gehen. Das gefällt dir überhaupt nicht, oder? Ich weiß nicht. Aber es kann sein, dass du es dann noch mehr versaust. Das wäre schlimm. Wir haben ein schönes Gelände neu und haben es versaut. Du musst halt nochmal ansprühen. Nee. Also das. Ja, wenn es versaut ist. Was heißt versaut? Das ist nicht versaut, aber ich habe es mir anders vorgestellt. Ja. Also das Gold Akax gefällt mir. Es hat mal was, was wir nicht sonst immer haben. Echt? Ja. Also das mache ich oft. Du malst? Echt? Ja.